Pro und Contra der Begriff Nazi. Also die Verwendung des Begriffes oder des Wortes Nazi. Was soll dafür sprechen und dagegen, Menschen halt Nazis zu nennen? Pro, erstens, wer sich die vermeintlich illustre Liste der Erstunterzeichner ansieht, wundert sich zunächst, bleibt offen, wie denn ein missliebiger Sprachgebrauch vom Bundestag beeinflusst werden soll. Viel schwerer wiegt die absurde Gleichsetzung zwischen Tätern des Holocaust und denen, die sich jedenfalls noch auf üble Hetze beschränken. Es ist absolut nichts dagegen einzuwenden, Hetzer mit deutlichen Begriffen zu belegen. Der Wunsch nach milderen Begriffen klingt wie der Wunsch des Wolfes, der einen Schafspelz möchte. Im Übrigen, nur zu eurer Info, ich habe die Pro- und Kontra-Argumente von Open Petition. Also nicht wundern über manche Argumente. Jemanden fälschlicherweise als Nazi zu bezeichnen, ist bereits verboten. Wenn aber jemand die Ansichten der Nazis oder Faschisten teilt, darf man ihn so benennen. Das haben auch Gerichte schon geprüft und freigestellt. Es wäre eine Verharmlosung, die Dinge nicht beim Namen zu nennen. Das stimmt, Höcke zum Beispiel darf laut Gericht Faschist genannt werden. Drittens, historisch klar definiert. Alles klar. Politiker ändern Gesetze, somit kann man auch die Definition des Begriffs Nazi ändern. Viertens, es ist Unsinn, nur solche Menschen legitim als Nazis oder Faschisten zu bezeichnen, die Straftaten begehen. Mit diesen Begriffen wird eine geistige Haltung wie die von Herrn Höcke bezeichnet, die von Umvolkung und Rassenpflege faselt und den Nationalsozialismus zum unbedeutenden Ausrutscher deutscher Geschichte weißwaschen will. Freiheit ist keine Freiheit zur Hetze und erst recht nicht zur geistigen Brandstiftung. Kontra. Jetzt kommen die Gegenargumente. Erstens, das politische Etablissement, die Medien und Teile der sogenannten Zivilgesellschaft verabschieden sich immer weiter aus dem demokratischen Diskurs. Sie nennen sich Demokraten, kriminalisieren jedoch gleichzeitig andere Meinungen, erkennen demokratische Wahlen nicht an und verunglimpfen die demokratische Opposition und damit Millionen von Mitbürgern, die diese Opposition demokratisch gewählt haben. So kann und darf es in einer Demokratie nicht weitergehen. Ohne Diskurs auf Augenhöhe funktioniert eine Demokratie nicht. Zweitens, Freiheit für jeden Andersdenkenden. Was soll das denn, dass nur Leute aus Deutschland oder Deutsche als Nazis beschimpft werden? Jeder hat seine Meinung. Wieso wird oder wurde auch die AfD als Nazis bezeichnet? Schauen Sie mal beispielsweise in die Türkei. Da sind die größten Nazis genau wie in anderen Ländern. Ich definiere den Begriff Nazi nicht mehr aus Nationalsozialismuszeiten. Türken, Araber etc. sind genau solche Nazis. Oder dürfen sie in den Mullah-Land wie beispielsweise der Türkei eine Kirche bauen? Dürfen sie dort einfach hinreisen und auswandern oder ähnliches? Das sind in meinen Augen genau solche Nazis.
Drittens, jemanden als Nazi zu bezeichnen, ist historisch gesehen ziemlich grenzwürdig. Nazis haben schreckliche Verbrechen getan. Man sollte also mit diesem Begriff vorsichtig umgehen. Des Weiteren geht es in einer politischen Debatte nicht um Diffamierungen, sondern um gute Argumente. Es geht nicht mehr um Argumente, sondern nur noch darum, den anderen respektlos zu behandeln, um Begriffe wie Nazi an den Kopf zu werfen. Ein Verbot würde bewirken, dass es endlich wieder um Politik geht. Nur so kann sich ein Land weiterentwickeln. Viertens, der Begriff Nazi ist historisch klar definiert. Die Bezeichnung politisch oder gesellschaftlich Andersdenkender als Nazi ist deshalb eine Beleidigung. Straftat, die konsequent verfolgt werden muss, wenn sie öffentlich geäußert wird. Der Begriff Faschist ist jedoch nicht klar definiert, weil er nur die Ablehnung rechtsstaatlicher Verhältnisse zugunsten einer Gewaltherrschaft beschreibt, die in sozialistischen Systemen häufig war. Und bis heute ist die Verwendung ist nicht strafbar, aber als unfaire Beschimpfung gesellschaftlich zu achten. Fünftens, wenn Antifaschisten wie Faschisten durch die Straßen rennen und jenen Menschen, der sich ihnen argumentativ in den Weg stellt, ein Hakenkreuz auf die Stirne brennen, dann haben wir offensichtlich wieder ein sehr massives Problem. Sechstens, weil Freiheit auch immer die Freiheit der Andersdenkenden ist. Siebtens, die Gesellschaft von den Medien und der Unfähigkeit der Politik von der Gründung der BRD an nur noch belogen worden. Und damit sind die Menschen aufgewachsen und stellen diese Politiker als Heilsbringer dar. Nur man darf nicht überlegen und die Wahrheit sagen. Dann ist man gleich ein Rechter und das ist das Problem. Achtens, wer die Debatte verhindert, mit welchen Methoden auch immer, ist kein Demokrat. Wir müssen wieder lernen zu streiten und begreifen, dass es schwer werden kann. Deutschlandfunk, ARD und ZDF sind da leider als undemokratischste Beispiel zu nennen. Dort hat man nur Existenzangst als Motivation. Der ursprüngliche Auftrag ist längst vom Tisch. Neuntens, es gibt kein wirklich objektivierbare Möglichkeit festzustellen, ob jemand die Ansichten der Nazis oder Faschisten teilt. Das bleibt am Ende immer subjektiv. Auch kommen gerade in unserer Zeit faschistische Menschenbilder und Verhaltensmuster gern im Gewand des Antifaschismus daher. Das ist ja gerade das Problem. Selbstgerechtigkeit, Hochmut und Denkfaulheit sind der Quell von Ausgrenzung. Unterdrückung Andersdenkender. Und jetzt sind wir wieder mal in einer linken Phase dieser Fehlentwicklung. Ja, meine Meinung. Also ich persönlich finde, das Wort Nazi wird schon ziemlich häufig genutzt in Diskussionen, auch bei Leuten, die keine Nazis sind. Ich finde, man sollte sehr, sehr vorsichtig umgehen mit dem Begriff, denn je öfter man das Wort Nazi nutzt, umso schneller vergeht irgendwann die Wirkung des Begriffes Nazi. Eigentlich ist das ein wirklich sehr, sehr harter Vorwurf, jemanden Nazi zu nennen. Und das Wort sollte man wirklich mit Bedacht wählen. Und nicht einfach so, nur weil man keinen Bock hat, zum Beispiel zu diskutieren. Oder weil jemand einer anderen Meinung ist. Und das verharmlost auch irgendwo halt die Verbrechen des Nationalsozialismus, wenn man jenen
als Nazi bezeichnet, nur weil der eine andere Meinung hat als, ja, als man, ne, als man selbst hat. Deswegen ist, sollte man echt vorsichtig, also wenn jemand wirklich ein Nazi ist, entweder leugnet er es trotzdem weiter, ich bin kein Nazi, oder der sagt, jo, das stimmt. Das wäre dann für ihn keine Beleidigung, sondern ja, ein Fakt. Deswegen, es bringt eigentlich wiederum auch nichts, jemanden als Nazi zu bezeichnen. Und Nazi, und es fällt meistens dann, wenn man überhaupt keine Argumente von der, ja, also von der Gegenseite hat, wenn man überhaupt keine Argumente mehr hat. So gesehen als Totschlagargument. Das darf nicht sein. Vor allem, weil das halt auch die echten Nazis halt von 1933 bis 1945 halt sehr verunglimpft und verharmlost, meiner Meinung nach, wenn man jeden Hans und Franz halt als Nazi bezeichnet. Aber schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wird das Wort Nazi für euch zu häufig genutzt? Also, findet ihr, dass es häufig genutzt wird? Dass es irgendwie so langsam seine Bedeutung verliert? Dass es irgendwie so langsam an Schrecken verliert, das Wort Nazi? Oder findet ihr das legitim, Leute als Nazi zu nennen? Und ja, schreibt, wie gesagt, gerne dazu eure Meinung in die Kommentare, eure Meinung und Gedanken.